Wenn sich Selin Göring selbst beschreibt, fallen Worte wie sozialistisch, antifaschistisch, feministisch. Sie ist im Vorstand von Solid in Mannheim, der Jugendorganisation der Linken, fehlt auf keiner Demo gegen Rassismus. Und ausgerechnet sie, die sich so für Flüchtlinge einsetzt, wurde Anfang des Jahres vergewaltigt. Vermutlich von Flüchtlingen. Selin Göring hatte Streit zu Hause und wollte an die frische Luft. Auch wenn es schon 1 Uhr nachts ist, geht sie auf den nahegelegenen Spielplatz, will zur Schaukel. Sie merkt schnell, dass sie nicht allein ist, schnappt arabische oder kurdische Worte auf. Das erste Mal, als ich die gesehen habe, da saßen sie auf einer Parkbank und haben getrunken. Ich hatte das Gefühl, sie waren alkoholisiert und mein erster Gedanke war halt so, ja, typisch durchschnittlicher Jugendlicher, sie trinken halt nachts mit Freunden auf der Parkbank, weil sie es zu Hause nicht können. Hab mir auch nichts weiter dabei gedacht, war eine total alltägliche Situation und bin einfach weitergegangen zur Schaukel. Einfach weiter, cool bleiben. So cool erzählt Selin Göring auch, dass die drei auf einmal hinter ihr standen und sie bedrängten. Ich wollte keinen Stress anfangen, ich habe einfach meine Tasche gepackt und bin schnellen Schrittes gelaufen. 3-4 Meter später bin ich dann geschubst worden und bin auf die Knie gefallen. Und einer hat mich halt von hinten gepackt und hat mit dem einen Arm hat er meine Arme festgehalten, mit dem anderen hat er meinen Oberkörper runtergedrückt. Und der andere hat sich dann vor mich gestellt und hat seine Hände um meinen Hals gelegt und hat auf meinen Kehlkopf gedrückt, bis ich nach Luft japsen musste. Dann fing das halt an. Die Vergewaltigung. Doch dann konnte sie den Täter mit einem Biss stoppen. Die Täter ließen von ihr ab, flohen und stahlen ihre Tasche. Sie ging zur Polizei, aber von der Vergewaltigung kein Wort. Was haben Sie auf der Wache dann zu Protokoll gegeben? Dass ich beklaut worden bin. Und habe gesagt, dass es eine gemischte Gruppe war. Dass durchaus Migranten dabei waren, aber auch augenscheinlich Deutsche. Und den Übergriff, den habe ich verschwiegen. Sie wurde vergewaltigt, möglicherweise von Flüchtlingen. Aber sie zeigte nur einen Diebstahl an, an dem nun auch Deutsche beteiligt gewesen sein sollen. Warum haben Sie da gelogen? Ich habe gelogen, weil ich Angst hatte, dass es von rechts missbraucht wird, um die Hetze gegen Flüchtlinge weiter anzuheizen, die gerade nach den Vorfällen in Köln an der Silvesternacht dramatisch angestiegen ist. Und ich wollte einfach nicht, dass meine Geschichte Ihnen irgendwie nochmal Auftrieb liefert. Und vor allem, wenn Sie herausfinden, dass ich das bin, dass es dann heißt, so ja, hier, schaut mal her, ihr Linken, jetzt werdet ihr auch schon von Migranten und Flüchtlingen vergewaltigen. So, jetzt müsstet ihr das doch auch mal gerafft haben. Hatten Sie das Gefühl, das Richtige zu tun in dem Moment? Nein. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das andere richtiger gewesen wäre. Egal, was ich getan hätte, Menschen hätten irgendwie darunter leiden müssen. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Werden jetzt doch hier in Mannheim Flüchtlingsheime brennen? Es war noch Nacht, als Selin Göring von der Polizei nach Hause kam. Erst dort, sagt sie, habe sie überhaupt verstanden, was passiert ist und brach zusammen. Ich habe erst mal geweint. Also ich habe Rotz und Wasser geheult und schlafen konnte ich auch nicht wirklich in der Nacht. Also ich war auch kaum zu beruhigen und war, ich würde sagen, eine der schlimmsten Nächte meines Lebens. Da dann zu sitzen und auch zu realisieren, oh scheiße, Selin, so, du hast dir nicht angezeigt, das ist nicht gut. Weitere 12 Stunden lebt sie mit der Lüge. Dann, am Nachmittag des nächsten Tages, fährt sie noch einmal zur Polizei. Sie zeigt die Vergewaltigung an und sagt, dass doch kein Deutscher unter den Tätern war. Ich habe mich auch furchtbar geschämt, als ich dann noch mal hingegangen bin, weil mir war ja klar, dass es nicht okay war, gelogen zu haben. Ich wusste schon, dass ich aus vielleicht guten Gründen einen total großen Fehler gemacht habe. Aber nur weil ich ihn aus guten Gründen gemacht habe, macht es halt den Fehler nicht besser. Obwohl die Polizei Vergewaltigungsopfer schützen soll, gelangen Informationen an die Medien. Und sofort geht online die Hasskampagne los. Selin Görings Befürchtungen werden wahr.
Kommentare waren halt wie erwartet. Also ungefähr 80% war, die scheiß Flüchtlinge, alles Vergewaltiger, da sieht man es mal wieder, alle ausweisen, Grenzen dicht. Ich war vorrangig wütend. Ich habe nicht daran gezweifelt, dass die Anzeige richtig war, aber ich habe überlegt, was ich tun kann, um der Flüchtlingshetze entgegenzuwirken. Jetzt fühlt sie sich schuldig am Rassismus, schreibt auf Facebook eine Entschuldigung an alle Flüchtlinge. Warum haben Sie das gemacht? Ich habe mich ein bisschen mitverantwortlich gefühlt dafür, glaube ich. Weil ich ja dann letzten Endes doch die Anzeige erstattet habe. Nun fühlt sich also Selin Göran irgendwie als Täterin. Die wahren Täter sind bis heute nicht gefasst worden. Ob es wirklich Flüchtlinge waren, ist also unbekannt.